In diesem Video werdet ihr einen der Mittelpunkte in Deutschland sehen, den es gibt. Es gibt noch mehrere, aber wir werden durch den einen erstmal gehen. Viel Spaß! Tschüss! Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind heute Mittelpunkt von Deutschland. Ha! Es gibt so viele Mittelpunkte von Deutschland. Also, wir sind am einen Mittelpunkt von Deutschland. Den werden wir uns hier nachher zeigen, glaube ich. Es regnet. Scheiße. Ja. Im Internet stand, es soll heute hier nicht regnen. Und was macht es? Es regnet hier. Der Gott hat uns nicht gehört. Es sollte heute erst um 17 Uhr anfangen zu regnen. Aber nein, es ist jetzt 11 Uhr und es regnet. Ärgerlich. Naja, egal. Ich habe ja eine GoPro jetzt hier mal wieder am Start. Meine Frau hat leider nur die Canon, die muss ein bisschen mehr aufpassen wegen Wasser. Aber das Video wird schön. Bestimmt. Viel Spaß beim Video und bei den Aussichten und bei dem Mittelpunkt von Deutschland. Und dann werdet ihr auch sehen, wo wir sind. Oder ich schreibe das in den Text rein. Nein, ich schreibe nur Mittelpunkt in Deutschland. Egal, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, egal. So, viel Spaß beim Video. Bis gleich. Okay, Leute, Guys. Oh, schon die ersten Tropfen auf der Kamera, auf der Linse. Und ja, wir sind gerade hier unterwegs zum Mittelpunkt Deutschlands. Nicht der Erde, sondern Deutschlands. Und auch nicht zu diesen, sondern zu diesen anderen. Genau, es gibt mehrere Mittelpunkte, wie ich ja schon erwähnt habe. Dein Hintergrund seht ihr die Stadt, wenn ihr die seht. Ein bisschen neblig und ein bisschen weit weg für die Kamera, glaube ich. Auf jeden Fall werden wir jetzt in Ruhe hier eine kleine Runde gehen. Da ist die Kleine. Die Kleine ist da. Gut. Dann viel Spaß. Nochmal und immer wieder. Ich wünsche dir natürlich immer wieder Spaß. Ich schenke dir Überraschung vom Wisch zum Geburtstag. Moment. Moment. Behind the scene. Gleiche wie ich. Ja. Not on walking. Ach, wieso? Hallo, da ist jemand. So, hat die. Vor allem ist ein kleiner See. Da wollen wir einmal rumgehen. Oder rumgehen geht gar nicht. Okay, gerade die Kamera. Die Batterie gewechselt. Wir sind jetzt gerade am See. Also einen ganz kleinen See. Meine Frau findet ihn sehr schön, deswegen sind wir hier. Man muss nur aufpassen, es ist ein bisschen rutschig, weil es halt regnet und dadurch ein bisschen rutschig ist. Schön hier? Oh, ein Boot. Guck mal hier. Da ein See. Vielleicht 6 Meter im Durchmesser, 10 Meter in der Länge und ein Boot. Und Solarpanel. Oh, und Solarpanel. Also sprich, hier legt einer was auf.
Hier, die Powerbench wird aufgeladen. Powerbench? Da. Das Powerbench? Wie Maus, ja? Computermaus. Hä? Computermaus? Computer ist hier drin. Oh, Sicherheitstrakt. Ja, okay. Nice, nice. Jetzt lassen wir hier. Dann laufen wir über dem Feld. Oh, weia. Das ist doch viel zu klein für mich. Ajo, ajo. Das ist doch viel zu klein. Jetzt muss ich kriechen. Au, I, ah. So. Schön. Da ist Wasserschutzgebiet da hinten. Und da ist eine andere Stadt. Das ist, glaube ich, Baunatal. Baunatal ist da. Jetzt wissen die ja, wo wir sind. Ich wollte es doch gar nicht sagen. Mist! Schafe, oder? Nee. Hasen, Ja. Oder? Bitte, bitte. Oder, Gut, ja, weiter. Viel Spaß. Meine Frau bereitet sich für Station vor eine Station, um zu filmen, wie ich hier lang gehe. Da steht's. So, hier vorne war gerade ein Zeichen, dass wir nach links müssen. Die erste Abbiegung. Und ist aber gesperrt. Da steht auch das Zeichen. Unser Wanderweg, die Nummer 3. Ist aber gesperrt. Was nun? Hier steht auch drauf. Wir müssen da lang. Aber ist aber gesperrt. Ujo, wie denn? Habe ich doch gerade gesagt, ist gesperrt. Wieso, wie denn? Gesperrt. Guys. Was tun? Und wie denn? Wir können nicht rein. Durchgehen? Ist gefährlich, oder? Nicht gut, wenn ihr uns passiert, wenn uns ruhig wird. Betreten Lebensgefahr. Das ist Lebensgefahr, also müssen wir da lang gehen. Und keine. Oder wir fragen den Mann mal. Da ist ein Auto. Wir fragen den Mann mal. Okay, bis gleich. So, nachgefragt, das war Försterin. Da sind Baumfällarbeiten, die über den Weg führen. Deswegen darf man da nicht lang gehen. Lebensgefahr. Die nette Dame sagte, wir müssen da oben lang gehen. Und dann wieder links. Also den Weg hier meiden. Aber nächste Woche ist er wieder offen, hat sie gesagt. Wir warten jetzt hier bis nächste Woche. Wir müssen hier übernachten. Okay, dann machen wir einen längeren Weg. Über 14 Kilometer oder sowas. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Nein, nein, aber guck mal hier, der ist viel länger jetzt. Ja, ich hab keine Zeit, ich muss schlafen. Was? So, hier, ist richtig. Wir müssen jetzt hier den Weg da hochgehen. Hast du es gesehen? Ah, ich mach mal die Kamera. Unsere Umleitung. Erstmal über den River hier. Wir gehen eine Quelle entlang. Wow. Oh, ja. Metze. Metze ist unsere Umleitung. Hier ist eine Quelle. Wir laufen über den Fluss. Oder ich darf lieber daneben. Ist zu nass. Schön. Bese, da kommen wir her. Wir wollen jetzt nach Metze. Ach, jetzt ist ja noch mehr, wo wir sind. Ach nein. Da vorne ist die Quelle. Da kommt das Wasser raus. Schön. Aber stinkt hier ganz schön nach Scheiße.
Da ist die Quelle. Ich habe sie gefunden. Ja. Schon viel Wasser, ja? Direkt an der Quelle und zu viel Wasser schon. Ich denke mal, es regnet. Aber da ist irgendwie Bau. Stinkt nach Kacke. Cool. Cool. Ha. Unsere Quellenforscherin hat gesagt, das Wasser entspringt nicht da, das entspringt weiter oben. Aber oben ist die Straße. Ja, naja, vielleicht ist ja unter der Straße ein Tunnel. Für Wasser. Egal, wir müssen hier weiter lang. Meine Quellenforscherin. Expedition. Experten. Nee, wir sind gerade auf einer Expedition. Ach so. Mata Eier. Richtig? Betul. Richtig. Mata Ei heißt Quelle. Das stinkt hier oben immer mehr irgendwie. Oder bin ich durch Scheiße gelaufen? Aua. Straße. Baum. Kaputte Baum. Man kommt hier auch. Weil hier ein Baum nur von der Natur umfällt. Und jetzt sind wir auf dem Weg 1, vorher Weg 3, jetzt Weg 1. Achtung! Kannst durchgehen. Okay. Ganz schnell! Darum hält er sich fest. Let's go! Da ist doch harde, aber litschig, rutschig. Ah, schön hier an der Straße lang zu gehen. Gut, dass wir nicht auf der Straße lang gehen. Was ist denn das? Was ist da passiert? Süßesse. Grad ausgemacht, sofort wieder anmachen. Jetzt müssen wir hier lang gehen. Gut, dass wir einen Stock haben, ja? Hier war schon jemand wandern. Jo, ein Fahrrad gefahren, ist auch schon jemand. Nice, nice. Ja, ich doch. Wanderfahrrad. Hurra! Horas! Jetzt sieht das erstmal eine Karte. Eigentlich sind wir schon, Start ist auch eine Karte. Wir haben hier gestartet. Hier war auch gleich die Karte. Sind wir hier lang gegangen. Wir wollten diesen Weg lang gehen, aber der ist ja gesperrt. Deswegen sind wir jetzt hier oben lang und gehen diesen Weg die Nummer 1 weiter. Eigentlich wollte ich hier nach Bilstein noch hingehen. Tja, dann. Ende, Ende, Ende. Dann gehen wir mal jetzt weiter auf 1. Viel Spaß! Juhu! Jadi kita wanderbacknya itu yang nomor 3, cuma karena digesper. Oh, oke. Sorry. Jadi total kira-kira 1 km lah, karena kita hier ist jemand gesprungen. Mit dem Fahrrad. Hier ist jemand ausgerutscht. Mit dem Fahrrad. Wow, Mantap. Zum Lachen! Ja, zu spät! Zum Lachen! Zum Lachen! Guck mal hier! Großer Hund! Guck, guck! Oder Anjing! Oder Huhn! Oder Huhn!
Der Hokage 65. Ist das knapp oder? Nein. Ich denke nicht. Hier steht kein Datum drauf. Und der ist das Bildstein. Das ist bestimmt so ein Koordinatenstein. Bis jetzt. Okay. K.O. 65 oder ist das ein H? H.O. oder K.O.? Da oben H.O. 65, H.B. 1782. Also ich würde sagen, das ist eine 1, 7, 8, Z. Oder auch 7. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn das einer von euch weiß, schreibt mal rein, ich bin neugierig. Der Baum ist kaputt. Aufpassen! Schnell drunter herlaufen. Ah, hier, Nummer. Das war Nummer 64. Also ist das ein Wanderweg bestimmt damals gewesen, ja? Nummer 64, HB. Von H nach B ist H ist wahrscheinlich eine Stadt. Okay. Holzhausen. Kann war sein. Hier. Und B? Und B, Bese, oder? Kann sein. Oh. 17, 8 Z. Mach mal deine Ohren. Mein Darm. Du siehst so kaputt aus. Nein. Oh. Alles gut, supi. Was siehst du? Steine! Ja, Steine! Da oben sind Steine! Wollen wir da hochgehen? Yo, Ibro! Ich darf! Warum darf ich? Weil ich darf. Man könnte ja da hochklettern, aber ich gehe glaube ich hier lang. Mal gucken. Das ist der höchste Punkt. Raufgehen. Naja, es läuft ein bisschen rutschig da rum. Ah, ich bin wieder hier. So Leute, oben. Noch nicht ganz. Ein Meter fehlt noch. Da fehlt noch. Oh. Supi. Was war denn hier für ein Kampf? Eieiei. Eine Bäume kaputt, noch eine Bäume kaputt und dann noch mehr Bäume kaputt. Ui. Und eine Aste da unten, der mir ein Bein stellen wollte. Ich hab bitte. Heftig, ja? Boah, guck mal, so ein dicker alter Baum und noch hat, ja? So, Blitz eingeschlagen. Guck mal, hier verbrannt. Siehst du? Feuer, Feuer, Feuer. Cool. Bestimmt Blitz eingeschlagen. Ah ne, hier ist er gesägt worden. Obwohl es keine Nachhinein passiert. Ha, keine Ahnung. Gehen wir weiter. Der Wanderweg macht nur Hindernisse für uns. Das ist sowas von gemein. Guck mal da vorne. Das sind Äste. Jetzt muss ich nach rüber klettern. Ich muss nach rüber klettern. Wie soll ich denn das schaffen?
Ich komme hier nicht rüber. Ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich drüben. Let's go. Badenfrau. Nam, 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 nam. Die Schuhe und die Hose sind aus Schokolade. Nam, 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 nam. So, wir sind jetzt schon auf 3. Normal müssen wir da unten lang. Aber ich wollte da oben noch das eine gucken. Der höchste Punkt vom höchsten Punkt. Ne? Der Punkt, der Punkt. Ah, genau. Da wollte ich jetzt mal vorbeigucken und Hallo sagen. Deswegen habe ich meine Frau überredet, einmal hier lang zu gehen, obwohl sie dagegen war zuerst. Ne? Ja. Und danach nicht mehr? Ja. Okay, immer noch. Ja gut, dann ist sie immer noch dagegen. Aber wir gehen halt den lang. Ah, so, bis gleich. Wir sind jetzt unten und jetzt geht's da hoch. Yippie, laufen. Ja, ja. Stufe. Und noch eine Stufe. Ist das cool hier oben. Ach, da unten bist du erst. Sini, Sini, Sini. Ah, schön. Box. Geil. Geil, oder? Jetzt waren wir gerade an dem Punkt, wo wir hin wollten, ne Baby? Und jetzt gehen wir weiter zum Mittelpunkt. Viel Spaß. Jetzt waren wir gerade bei dem Punkt, zu dem ich wollte nach, wie heißt das? Boxgeil? Boxgeil. Genau, nach Boxgeil. War eine sehr schöne Aussicht. Also wenn ihr hier einen Wanderweg geht, probiert diesen Punkt mitzunehmen. Die Aussicht ist wirklich genial. Das Wetter ist zwar nicht so schön, aber war trotzdem sehr schön. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, den ihr sehen müsst. Deswegen wir eigentlich hier sind. Ja, viel Spaß! Wir sind jetzt mal wieder an so einen Punkt angekommen. Ne? Da steht so ein schöner Wagen. Sehr schön. Mit Gaskocher und Essen und Trinken alles drin. Wir waren nicht drin, ich habe so von draußen gesehen, da ist ein Fenster. Aber was ich euch sagen wollte, wir sind ja wieder auf den Dreier gekommen, auf den Dreierweg. Der Weg, der uns zum Auto führt. Aber, jetzt kommt es, Baby, ne? Ja. Aber wir gehen weiter. Ihr würdet es nicht glauben, der Weg ist auch gesperrt. Wir kommen nicht mehr zum Auto. Also ich würde jetzt sagen, wir würden da unten lang gehen, Baby, ist Trikot. Ach so, okay. Und die nächste Straße einfach links wieder rein. Okay. Ne? Wenn ich hier gesperrt bin, wir gehen immer den Weg lang und uns immer links halten, müssen wir irgendwann wieder auf den Weg kommen.
Das ist so meine Theorie. Ich bin so genial. Nein, ja, Leute. Ja, Leute. Folgendes Problem. Ja, ich. Also, wir sind jetzt ja, da oben war es gesperrt, wo wir nicht lang gehen durften. Deswegen sind wir jetzt hier lang gegangen. Und jetzt kommen wir hier vorne wieder zu etwas hin, wo steht gesperrt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ja? Also, wir sind jetzt auf dieser Seite. Aber, das große Aber. So viel Aber. Da, okay, man sieht es leider nicht, aber da hinter den Bäumen, oh, da hinter den Bäumen steht unser Auto. Also ich bin jetzt hier mit Luna einfach durchgegangen. Wo ist unser Auto? Unser Auto steht da hinten. Okay. Also muss es so gewesen sein. Wir sind ja den einen kleinen Pfad gegangen, dass die Forster den kleinen Pfad, die Nummer 1, nicht gesperrt haben. Hey, hör uns mal im Gesicht. Die haben die Nummer 1 nicht gesperrt und dadurch waren wir jetzt da drin, wo wir nicht rein dürfen. Gefährlich, wir hätten sterben können. Ah, aber es gab Lada. Hier, die Kamera klar. Oh, die Kamera streicht hier. Okay, na da, na da. So, wir sind jetzt hier endlich angekommen am Mitteldeutschland in Bese. Zack, da seht ihr, es wird irgendwie von da aus, von südlichstem bis zum nördlichsten Punkt Strich gezogen, von östlichstem bis zum westlichsten Punkt. Genau. Und die Mitte ist halt Bese. Tada! Mittelpunkt Deutschlands. Stempelbox kann man sich auch hier abholen. Kannst dir einen Stempel abholen, dass du hier am Mittelpunkt warst, aber ist irgendwie zu. Oder man hat den Stempel geklaut. Ne, da ist er. Wow. Hast du Papier? Nein. Oh, du hast Papier von der Karte. Okay, dann holen wir uns einen Stempel ab. Ich glaube, das ist normal der Stein da unten. Dann Mittelpunkt Deutschlands. Das wird hier nur gesagt, wo er ist. Und da ist dann der Stein. Da rennen wir auch gleich mal runter. Aber erst hole ich mir einen Stempel ab. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Kannst du mir helfen, Baby? Ja. Okay. Einmal aufmachen. Stempel holen. Und wo ist oben, wo ist unten? Hier ist... Tada! Whee! Der Mittelpunkt. Da stehen sogar noch die Koordinaten dabei. Jo, schön. Cool. Lona, willst du jetzt auch noch ein Video machen davon? Gleich. Bis gleich. Jetzt sind wir an der Mitte von Deutschland. La 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 la. Da ist diese Mitte von Deutschland. Oder? Ja, genau. Shit. Wo haben sie die Bank nicht unten hingemacht? Naja, egal. Der Stein. Der Mitte Deutschland. Ich packe den Stein an. Oh. Ich habe die Mitte angepackt. Eigentlich wollte ich hier mit der Drohne fliegen, aber bei dem Wetter finde ich nicht so schön. Oder? Findest du schön bei dem Wetter? Nee, ne? Nee. So viel ich nass. Naja, egal. Bis gleich. Und da vorne ist auch gleich der Parkplatz. Da, ja, okay. Das zeige ich euch gleich. Viel Spaß. Begrüßer. Schön. Ja, noch 7%. Ich bin gerade noch 17. Warum ist noch 10? Doch schnell leer Akku. Zu kalt. So, da ist der Stempelkasten von Mittelpunkt. Da ist dann der Mittelpunkt.
Und da hinten ist unser Auto. Wir sehen es. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Guck mal, da ist der Weg. Und da ist der Weg, der gesperrt ist, den wir lang gegangen. Nein, ich meine da. Ja, cool. Hier ist der Weg. Okay, wir sind im Auto angekommen und der Wanderweg war eigentlich schöne Strecke war das. Die war nicht jetzt so schwer. Die steht ja auch hier drauf. Leicht. Eigentlich Mittel. Mittel oder leicht? Das Kondition, steht leicht. Ja, oben steht leicht. Aber hier steht Kondition Mittel, Technik Mittel, ein Hund. Landschaft Mittel und Ergebnis ist auch Mittel. Also ich fand die eine Aussicht richtig schön von oben, von den geilen Bock. Bock geil oder? Boxgeil. Bockengeil oder? Boxgeil. Oh. Boxgeil fand ich richtig schöne Aussicht und natürlich, weswegen wir hierher gekommen sind, Mittelpunkt von Deutschland. Oh, der Kleine ist stecken geblieben. Ja, also schöne Strecke. Die kann man auf jeden Fall gehen. Wenn man hierher kommt, kann man sich auch gleich hier so einen Stempel abholen. Was ihr ja auch gesehen habt. Ja, also sehr schön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Achso, das war übrigens nur einer von den ganzen Mittelpunkten. Es gibt noch ein paar andere. Ja, nächstes Mal fahren wir dahin mit. Zu welchen? Genau. Oh, die Kamera spinnt schon wieder rum. Gut, dann. Da. Oh, was ist los?